Hi, in meiner neuen Reihe Gesichter hinter der Sucht lernst du heute eine weitere großartige Frau kennen, Nadja, deren Geschichte und Erscheinungsbild auch mal wieder verdeutlicht, Abhängigkeit hat viele Facetten und in den allermeisten Fällen sieht sie nicht so aus wie das Extrembild in unseren Köpfen. Ich hoffe, dass du viel daraus mitnehmen kannst und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Mein Name ist Nadja, ich lebe in Zürich in der Schweiz mit meinem Mann zusammen in einem Haus und noch zwei Katzen dazu. Ich arbeite in der pharmazeutischen Industrie als Verkaufsleiterin. Wie hast du getrunken? Ich würde sagen, ich war psychisch abhängig. Ich habe fast ausschließlich in Gesellschaft getrunken, also überall, wo es Alkohol gab, an Partys, beim Abendessen. Auch Meetings oder Kongresse mit Kunden, meist an, den, meist an den Wochenenden. Das war zum Beispiel, wenn wir einen Freitagabend nehmen, dann war da halt um 17 Uhr schon mal ein Apero angesagt. Das kam auch mal vor, dass ich an einem Abend halt alleine mal eine Flasche geöffnet habe und da schon mal angefangen habe, weil ich dachte dann, ja, mein Mann kommt jetzt. Dann bald man nach Hause, dann nahm er vielleicht auch noch ein kleines Glas, aber eigentlich hatte ich schon mal die ganze Flasche in Dann war natürlich das Abendessen dann bereit und während dem Kochen auch, dann war die, die zweite Flasche durch und dann war halt sozusagen dann in meinem Kopf schon Karneval. Also das legte dann so ein Schalter um, dass wir noch weitergezogen sind. Und dann kamen noch weiter Trinks dazu, Wein oder vielleicht auch mal etwas härteres. Das war so der typische Ausgang dann bis morgens am Wochenende bis zwei, drei Uhr. Es kamen halt auch immer öfters diese Blackouts dazu. Also dieses, ähm, keine Erinnerungen mehr an, an den Abend, wie er ausgegangen ist. Und der erste Tag, der war ganz schlimm. Ich bin dann aufgewacht und dachte mal zuerst, oh mein Gott. Ähm wie kam ich nach hause mit wem oder habe ich alles dabei dann hat mich das schlechte gewissen natürlich sehr geplagt also das war natürlich sehr auch schlechtes gewissen gegenüber was habe ich zu wem gesagt ich habe dann auch schlimme dinge nicht nur gemacht sondern auch zu freunden gesagt das ist, was ich gar nicht wollte also so der komplette kontrollverlust das war eigentlich das schlimmste für mich was war deine krasseste Situation mit Alkohol? Wenn ich jetzt so eine Situation beschreiben würde von was ich so erlebt habe, dann war ich zum Beispiel in Portugal. Mein Bruder wohnt dort mit seiner Familie und ich habe dort noch Bekannte gehabt, die ich treffen wollte am Abend und es war Urlaub und ich ging schon früher in die Stadt am Nachmittag. Dachte natürlich, ja, es ist Urlaub, ich muss da mir einen genehmigen und ging da von Bar zu Bar und dann äh, habe ich dann die, diese Freunde getroffen es wurden dann auch immer mehr äh, insgesamt waren wir dann irgendwie zwölf und wir haben dann weiter getrunken und ich war ja dann schon ziemlich äh, breit ähm, ich dachte dann auch ja also diese Gespräche die ich geführt habe waren so intellektuell und und so oder und du hast ja dann immer so das Gefühl du du sagst zu so viel gescheite Dinge und äh, der Abend endete irgendwie damit dass ich aufgestanden bin und über den Tisch gefallen bin und habe alles alles mitgerissen was ich mitreißen konnte und ja, das war dann, dann weiß ich auch nicht mehr so viel. Die haben mich dann ins Taxi gesetzt danach. Aber ich, ich mag mich noch erinnern. Oder man hat mir dann hauptsächlich gesagt, dass ich dann ähm, nach dem Unfall noch weiter trinken wollte. Das war das Schreckliche danach. Also ich hatte diese Kontrolle auch nicht, ähm, wenn es schon so weit war, dass ich wirklich aufgehört habe, sondern ich wusste gar nicht, ja, dass es überhaupt weitergeht. Äh, offenbar ja, hab ich dann noch, hätte ich jetzt da noch weiter in mich reingeschüttet. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe dann ja blaue Flecken gehabt. Ähm, es war jetzt nicht so schlimm mit dem Unfall, aber ich hatte dann natürlich äh, ganz miese Erinnerungen und habe dann auch noch mit dieser Freundin gesprochen und sie hat dann gemeint, ja, das kann ja jedem mal passieren und das das passiert ja jedem mal, oder? Das ist ja so typisch, dass man das halt dann immer runterspielt. Oder auch die, die, die Freunde, die vermeintlichen Freunde, die, die spielen ja das immer runter. Oder die Gesellschaft generell, oder? Ja, das haben wir auch schon mal erlebt. Und so. Warum wolltest du aufhören zu trinken? Innerlich hat mir, mich den Alkohol so verändert, dass ich dann anfangs 30, Mitte 30 gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt äh, mit meinem Konsum, dass das immer mehr ähm, zu härteren Abstürzen führt, zu mehr Kontrollverlust. Ähm, ich habe eben oft nicht mehr, nicht mehr gewusst, was habe ich gesagt oder was habe ich getan. Ich, ich habe dann wirklich festgestellt, irgendwie ist dieser Konsum nicht gesund. Aber man misst sich ja immer auch an anderen, dass ich dann gesagt habe, ja, andere trinken ja auch so viel und und irgendwie, ich muss das, das hier irgendwie hinkriegen, dass, das in den, in den Griff zu bekommen. Wieso schaffe ich das nicht? Ich habe dann den Fehler bei mir gesucht, die Schuld bei mir. Bin ich zu blöd? Oder ich bin ja sonst eigentlich sehr diszipliniert und organisiert. Und das hat einfach mit der Substanz in mir etwas gemacht, dass ich nicht kontrollieren konnte. Ich wollte aufhören zu trinken, weil es halt immer extremer wurde weil ich ähm, würde sagen dass ich auch den alltag um den alkohol gebaut habe also das war dann auch so dass es so Einfluss genommen hat dass ich jetzt morgen nicht wandern gehen kann weil ich gehe ja heute weg und ich wusste ja vielleicht was also im innern was halt der der ausgang schon wieder war und äh, irgendwie hat das so Einfluss in meinem Leben genommen ähm, nicht nur psychisch oder auch körperlich, dass das war dass einfach in einem Hamsterrad irgendwie und, und gefangen in dieser in diese Alkoholsucht, ja, in dieser Kontrolle. Wie hast du dir ein Leben ohne Alkohol vorgestellt? Ich dachte, ein Leben ohne Alkohol ist ganz, ganz schlimm, das, das geht gar nicht. Das, ähm, wie wie finde ich mich da zurecht? Und nicht unbedingt, weil ich es... Auch körperlich, ich brauchte das körperlich jetzt nicht, oder? Ich, ähm, ich dachte mir einfach, alles, was ich jetzt mache, in der Freizeit vor allem, das ist ja an Alkohol gebunden. Ähm, darauf verzichten ist für mich langweilig, nutzlos, ähm, bereitet ja auch keine Freude mehr. Ähm, was denken auch andere von mir? Was denkt die Gesellschaft von mir, wenn ich jetzt da nicht mehr mitmache, ähm, das ist so eine komische und ähm, ja, das hat, da habe ich immer gedacht, ähm, das muss damit gehen, ich muss das in mein Le Leben einbauen, ohne geht das nicht, andere machen das ja auch, das gehört ja dazu, das Glas beim Essen. Wann hast du den Entschluss gefasst, ganz aufzuhören? Es kam dazu, dass ich aufgehört habe, nicht von heute auf morgen. Das war ein Prozess über eben ungefähr zehn Jahre, wo ich begann damit, es versucht zu kontrollieren. Ich habe insgesamt auch drei Anläufe gebraucht und ich denke genau, diese Anläufe sind wichtig, um zu bemerken, es geht halt nicht mit. Und ich würde sagen, ja, das ist ein innerer Prozess, der das dann irgendwann bestätigt und ich wusste auch, ich, ich muss aufhören. Ich dachte, irgendwann ähm, werde ich sterben. Weil, wenn der Konsum dann so ist, dass, es, dass du einfach weiter trinkst und diesen Kontrollverlust hast, dann dachte ich, dann habe ich irgendwann mal im Bett eine Atemdepression. Oder? Und ähm, ich habe mich dann schon innerlich wieder auf den ich sage jetzt mal, dritten Anlauf vorbereitet. Im Prozess wusste ich, okay, jetzt werde ich, die nächsten Zeit werde ich dann irgendwann aufhören. Dann habe ich eine Sendung gesehen und ähm, da, da habe ich Natalie gesehen und ähm, in dieser Sendung habe ich gedacht, ja, da geht es ja anderen auch so wie mir. Ich habe dann angefangen zu googeln, ich habe Podcasts gehört, ich habe äh, wissenschaftliche Beiträge gelesen über Alkohol, was das, der Alkohol macht mit mir. Und ja, dann, dann eines Tages hatte ich wieder mal ein Online-Meeting. Das war so kurz nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown im, im Frühjahr 2020. Und äh, da ging es mir auch wieder an diesem Morgen so schlecht und ich konnte mich kaum konzentrieren und dachte so: oh, die, 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 die bemerken jetzt das auf der anderen Seite von der Kamera. Äh, das kann einfach nicht sein. Ich muss jetzt aufhören. Es ist jetzt, das ist jetzt mein letzter Tag so. Und dann hörte ich einfach ja, hörte ich auf. Und dann habe ich mich aber weiter befasst mit diesem Thema. Ich habe wirklich viel, auch ähm, biochemische Prozesse, was das macht im Hirn, ähm, habe ich darüber recherchiert und fand sehr interessant, weil ich habe es dann wirklich verinnerlicht, dass das, dass das Gift, dass ich das nicht mehr in meinem Leben will. Und dann habe ich aufgehört, ja. Wie ist ein Leben ohne Alkohol? Das Leben ohne Alkohol ist schöner als erwartet. Es ist wundervoll, es ist achtsamer, befreiend, unbeschwert. Und es ist wie, wie wenn so eine, eine Schlingpflanze von meiner Brust genommen wird. Ich habe auch diese inneren Diskussionen nicht mehr mit, ich sage immer Mephisto. Ähm, ja heute äh, ein Glas weniger oder gar keins oder nur 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 Rotwein und kein Schnaps oder was auch immer so diese Diskussionen finden auch nicht mehr statt es ist wirklich ähm, bes viel besser geworden die Probleme natürlich die sind nach wie vor da die Alltagsprobleme aber man kann sie besser bewältigen weil man hat die Energie dazu und äh, einen klaren Kopf dazu und es ist definitiv es gibt nichts, was dagegen spricht. Es ist alles besser, alles. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? An erster Stelle ist, dass es nur ein Gewinn ist und kein Verzicht. Das, das heißt ja, dass man eigentlich wirklich nur nicht auf nichts verzichten muss. Und, und weil ich dachte, ich hatte zuerst Angst, dass da ja, wie, wie gehe ich jetzt eben mit dieser Situation um ohne? Und man kann nur gewinnen. Also das ist mal sicher ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich, ich muss mein Alkohol nicht in mein Leben integrieren. Wir denken immer, ja, der gehört jetzt dazu und ich muss ihn dazu in mein Leben nehmen, weil ein Glas, das gehört dazu beim Abendessen, aber das, das ist nicht so. Das ist, das Aha, das ist sicher ein Aha-Erlebnis. Und ähm, auch ein Aha-Erlebnis ist sicher, ähm, wenn man versteht, was die Substanz mit einem macht, wenn man das versteht und verinnerlicht, ähm, dass man auch weiß, dass sich jetzt diese, diese Hirnfunktionen auch äh, erholen können, oder? Ähm, je nachdem, wie schwer das man getrunken hat. Ich habe ja nicht täglich getrunken oder war auch nicht, ich würde nicht sagen, körperlich abhängig oder so, überhaupt nicht. Aber psychisch ist halt alles an dem ähm, gebunden. Und ähm, ich habe dann wirklich Selbstverantwortung ähm, übernommen für mein Leben, weil das macht sonst niemand anders. Und ich habe aufgehört, mich in dieser Opferrolle zu bewegen mit meinem Selbstmitleid. Dass ich gesagt habe, ja, ich kann ja nicht und ich brauche diesen Alkohol ähm, oder ich habe irgendwie resigniert. Das, 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 Für mich hat das auch etwas mit meiner Selbstverantwortung ähm, zu tun. Warum ist Abstinenz eine gute Entscheidung? Ich bin ähm, ausgeglichener jetzt. Man hat nicht mehr diese Hochs und Tiefs, vielleicht auch ähm, weniger schnell an, ähm, an meinen Grenzen. Ähm, mit meinen Nerven. Also die Belastbarkeit ist definitiv besser. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich kann mich besser auf etwas konzentrieren. Ich bin leistungsfähiger geworden, ähm, körperlich natürlich auch fitter, weil man steht ja mal am Morgen dann auf und macht was mit dem Tag, oder? Ähm, das ist ähm, sicher, ja, das Ganze, also die ganze mentale ähm, Gesundheit, die, die kommt zurück oder die, die, die wird wiederhergestellt. Äh, ja, abstinenz ist äh, die beste Entscheidung meines Lebens, ähm, weil es bedeutet Freiheit, Unabhängigkeit. Mich macht stolz, dass ich abstinenz geworden bin, dass ich jetzt hinstehe und, und auch sagen kann: Ich, ich brauche das nicht mehr in meinem Leben. Das eigentlich brauchte ich das eigentlich auch nie, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass ich wahrscheinlich eher ein introvertierter Mensch bin, dass ich sehr gerne in Gesellschaft bin und auch diesen Austausch gerne habe und viele Leute auf einmal oder diese Party. Aber dort lade ich nicht meine Energie auf. Also das ist nicht dort, wo ich, wo ich diese Energie herhole, sondern die hole ich eher her, wenn ich jetzt irgendwie mein Buch lese oder am Strand liege oder vielleicht auch Netflix schaue oder was auch immer. Oder ich kann auch nichts tun. Das können auch viele nicht. Ich gehe aber auch gerne mal alleine eine Woche in die Ferien. Das ist auch kein Problem. Und ich denke, das sind ganz falsche. Ich habe mir da ganz falsche Meilensteine im Leben gesetzt, weil ich so sein wollte, aber eigentlich das gar nicht bin. Und das macht mich jetzt ja irgendwie so stolz, dass dass, dass ich jetzt einfach das mache, so wie ich bin und nicht irgendetwas brauche, was mich zu etwas macht. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Wenn ihr merkt, dass Alkohol euer Leben bestimmt in irgendeiner Form, dann hört auf. Es, es, äh, ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, habt keine Angst, um diesen Schritt zu gehen, weil es wird definitiv besser. Gib Nadja gern einen Daumen hoch und boah, ich finde es einfach so toll, dass sich hier immer mehr Menschen zeigen. Menschen, die so im Leben stehen, die es so drauf haben und die einfach auch keinen Bock mehr darauf haben, mit Maske durch die Gegend zu rennen und die stattdessen sagen, ja, das ist Abhängigkeit, kann jeden treffen, ist so und auch du kannst es schaffen, daraus zu finden. Mega. Wenn du mehr von diesen Geschichten möchtest, dann gib diesem Video gern einen Daumen hoch, abonniere gern diesen Kanal hier, hier gibt es immer mehr davon. Ich wünsche dir alles Liebe, sage danke und bis bald.